Freunde und willkommen bei Max Beach Shop. So, machen wir die Fanpakete einmal da weiter, wie ich schon gesagt habe. Heute haben wir was von Sascha, da vorne steht. Und ja, einer der Mitgründer übrigens, warum ich so dran für dich bin. Ich war heute beim Steuerberater, okay? Und jetzt weiß ich darf die Dinger auspacken. Stell mal vor, ich hätte ja auch sagen können, dass es. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, ich habe heute einige Fragen beantwortet gekriegt. Jetzt kann ich ein bisschen spontaner hier sein. So, also Fakt auf jeden Fall ist, Sascha hat uns was ganz Geiles geschickt. Ich habe gerade schon reingelurrt, weil das war, hat mir schon angesprungen förmlich. Was hat er uns geschickt? Pass auf. Was für ganz viele Leute hier im Gurkenmuseum der absolute Oberhammer ist. Und wenn ich es früher ausgepackt hätte, wahrscheinlich schon der Oberhammer gewesen ist. Wir haben hier originale, keine Ahnung, Metalex kenne ich jetzt nicht, aber wir haben hier Popielnica. Ich kann mal euch wetten, das heißt Aschenbecher auf Polnisch. Aschenbecher, Ashtray. Popielnica, Ashtray. Ashtray, Aschenbecher. Das heißt, jetzt kommt ihr als Raucher hier im Gurkenmuseum, also ihr könnt eh nur vorne rauchen. Ich würde euch jetzt hinten einen hinstellen, hinter der Halle. Für alle, die hinter der Halle sind, ihr könnt auf den Boden schmeißen, finde ich scheiße. Und vor der Halle auch nochmal einen hinstellen. Dann habt ihr eure Aschenbecher. Und ihr könnt euch bei Sascha bedanken, weil dank euch, dank ihm, könnt ihr jetzt gemütlich rauchen. Coole Nummer. Alter, ich danke dir. Ich packe die jetzt mal aus. Ich stelle die jetzt mal hier in die Ecke. Ich werde die nachher nach vorne schleppen und nach hinten packen ein. Weil dann ist das nämlich wirklich fürs Gurkenmuseum der Oberhammer. Ich bin nie drauf gekommen, fertige zu kaufen. Ehrlich, ich habe mir so Gurkenfass genommen und gut ist das. Obwohl das vorne eigentlich ganz geil ist mit dem Sandfass. Ne? Ich glaube, ich habe ja keinen Sand mehr dafür. Deswegen, nein, es kommt nicht mit Sand. Dann bis zum nächsten Mal. Und Sascha, großes Danke an dich. So ein kleines Quick-Ding zwischendurch. Ne? Ja, ne? Ja, Community geht ab, ne? Ohne Scheiß. Großes Danke an euch. Ne? Also wirklich. Ihr kommt auf Ideen, da wäre ich niemals drauf gekommen. Klar, man kann auch einen Aschenbecher kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Wir können einfach in diese Holzkohle hier mal reinaschen. War auch eine lustige Idee. Wäre nur ein bisschen brennbar. Munter!